my shell at wounded knee. Oh, ein Zug. Mhm. Verletztes Knie. Endlich mal wieder ein Zuglevel. Ist doch auch in keinem Beat'em-up mehr fehlen. Oh, da ist jemand auf dem Pferd. Boah. Und wird auch wieder sein? Definitiv nicht, er ist explodiert. Vielleicht nicht der gleiche, aber... vielleicht nicht derselbe, aber ein gleicher. Siehst du? Hier unten. Hm. True. Tja, was soll man machen? Stahlträger. Ja. Was soll man machen? Stahlträger. Hilft immer. Oh, was ist denn das da hinten? Clown? Clown-Werbung? Oh, jetzt hat er ein Gewehr. Oh. Sind wir auf einem Zirkuszug? Jutta Frage. Also, den gibt's in Super Nintendo definitiv nicht. Das wüsste ich. Ich behaupte mal ganz frech, dass das Super Nintendo auch eine geringere Auflösung hat. Ja, wahrscheinlich für ja. Solche Details. Liebes Pizza? Ich das jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Oh, dann nimm du die doch. Danke. Also bin ich zu dir. Du kriegst die... Habe ich mich verguckt? Entschuldigung, ich dachte, hier wird eine Bumspizza liegen. Na, beim nächsten Mal vielleicht. Okay. Au. Ich glaube, die haben hier eine... Kusarigame nennt sich das, glaube ich, ne? Die Waffe? Kusarigama? Ich weiß es nicht. Ja, dieses sichelartige Ding aus. An der Kette. Keine Ahnung. Die hat bestimmt einen Namen, keine Ahnung. Ja, das habe ich mal recherchiert für mein Top 10 NES-Spiele-Video für Blue Shadow, weil die damit kämpfen. Ach, verdammt. Ist mir jetzt peinlich, dann müsste ich es ja wissen, egal. Das ist die erste Infokarte in diesem Let's Play jetzt, oder? Vorhin hatten wir, glaube ich, in den 10 Minuten Abbruch irgendwie mehr drin, kann das sein? Infokarte? Möchtest du noch ein paar haben? Ja, nee, stimmt. Ich muss ja auch das Super Nintendo-Spiel hier... Ach, das packe ich in die Endkarte. Ich werde jetzt keine künstlichen Infokarten einbasteln. Nee. Nicht schon wieder. Kommt jetzt nicht wieder Höschen? Mal. Nein, nein, diesmal nicht. Na, diesmal gut. Nicht. Keine Höschen. Keine Höschen diesmal. Außer jemand fragt jetzt explizit. Ja, mal eine Infokarte zu Noxy rüberschieben. Sobald das Secret of Mana Let's Play fertig ist. Ja. Wow. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist, denke ich. Dann guckst du noch einmal eins. Oh, danke. Pi. Wer hat denn die obere genommen? Donutella und ich hatten am wenigsten Leben und ich dachte, du hast die obere genommen. Wenn ich ganz vorne laufe, dann... Das war jetzt wirklich keine Absicht, die. Ich weiß nicht. Ich dachte, du hättest die gehabt. Das ist völlig okay. Ja, die beschwer dich bei dem, der die gefressen hat. Erinnert mich daran, dass falls wir uns irgendwann mal sehen sollten, dass ich eine Pizza bei habe und die teile ich einfach nicht. Ist gut. Ich glaube, wenn wir uns treffen, kriegst du von mir auch noch eine Ohrfeige, ne? Ich weiß noch nicht mehr für was. Nach irgendeinem Grund wirst du schon finden. Mit Sicherheit. Den Boss hier fand ich auf dem Super Nintendo auch von allen Bossen mit Abstand am schwierigsten. Das war der super nervigste. Okay, das ist ja auch echt jetzt. Ja, ich finde den auch super. Kack-Krokofand, ey. Krokofant? Ja, was ist denn das hier? Krokofant? Ganz eindeutig. Siehste. Nur Krokodil. Oder ein Alligator. Oh ja. Ich glaube, Alligatoren sind kleiner, ne? Ein Asigator ist das. So wie er uns hier auseinandernimmt, ja. Nein, das ist ein Florida-Alligator, sieht man doch. Was ist das denn? Das sind die Alligatoren aus Florida. Weil alles da ein bisschen crazy ist. Mann! Mhm. Ich muss gleich mal zur Bank ein paar Münzen holen. Ja. Alter, mit dem Fuß in sein Messer geflogen. Oh. Nur gib ihm! Du bist gerade aufgestanden und fliegst schon wieder weg. Okay, der. Und da ist das nächste Leben. Boss hat mit Abstand am meisten Leben gezogen bis jetzt. Von uns allen wahrscheinlich. Mhm. Ich hoffe mal, dass es der Endboss ist. Ja, ist er. Scheiß auf Krang und Shredder. So, Spiel durchgespielt. War nett mit euch. Ciao. Oh. Ja. Kawabanga! Kawabanga!
Kawabanga. Ich war gerade irritiert, weil das irgendwie das High Five war gar nicht. Passte das oder habe ich falsch geguckt? Nee, es war gar nicht drinne. Was drinne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube doch, ja, oder? Ich habe da null drauf geachtet. Ich habe euch mal das hingeguckt. Ich habe nur Kawabanga gehört. Oh, was? Was? Sieht auch anders aus. Ja. Ich möchte übrigens anmerken, ich weiß gar nicht, ob ihr es gesehen habt, dass wir jetzt im Jahr 2020 sind. Oh, hab ich nicht drauf geachtet. Echt, ja? Ich, das ist mir beim letzten Mal, als ich das Spiel gespielt hatte, dachte ich mir, 2020, das sieht anders aus als unser 2020. Naja, kannst du mit den E-Scootern vielleicht nicht überall rumstehen jetzt, oder? Worauf wir hier rumfahren? Ja, okay. Aber das ist schön, dass in diesem Spiel die Zukunft inzwischen in der Vergangenheit liegt. Mhm. So weit sind wir. Wie weit zurück in die Zukunft? Da ist er doch auch in das Jahr, was gereist? 2015. Ja, ne? Ich vermisse die Hoverboards. Richtig. Oh, 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 oh. Fuck. Hat da einer alle drei eingesammelt? Ich hab gar keinen eingesammelt. Ich nehme mich auch nicht. Erwischt. Aber ihr zwei habt sowieso die meisten Leben. Das ist ja völlig egal. Gönnt uns ein bisschen Pizza. Wie viele Bumspizzen habt ihr bisher? Ein oder zwei? Ich habe mindestens zwei schon eingesammelt. Echt? Ich habe auch eine eingesammelt. Bumspizzenkinder meine ich, nicht die Liebespizzen. Ja, Bumspizzen. Ich bin schon zweimal durchgedreht. Ach was? War mir aufgefallen. Ja. Ich finde diese Roboter drollig. Ich finde die total nervig gerade. Ja, aber drollig trotzdem. Ja. Okay, drollig, aber nervig. Die mag ich überhaupt nicht. Was das Jahr 2020 angeht mit den Straßen hier, ja, sieht in Lübeck ähnlich aus. Die sind auch alle kaputt. Ja. Bei uns haben wir stattdessen einfach überall Baustellen. Haben wir auch das überall. Das macht's nicht besser. Mhm. Aber wir tun so, als ob wir was gegen die kaputten Straßen unternehmen. Das ist schön. Oh, yes! Ja, ich brauch keine. Nee. Mach doch noch. Ja. Ich verliere jetzt auch einfach kein Leben mehr. Ist ja Quatsch. Da kommt er. Ach, der ist noch weit weg. Mist. Ach du Heiliger. Auf dem Super Nintendo haben sie hier doch noch den Mode 7 Effekt genutzt und irgendwie die Straße gedreht, ne? Ja, daran hatte ich auch vorhin gedacht. Lass ihn noch mal ein bisschen reinkommen, Kinder. Ist das der Typ, der die Freiheitsstatue geklaut hat? Ja. Um sie dann ins Jahr 2020 zu bringen, die wahrscheinlich auch eine haben. Ja, dann ja wohl nicht mehr, wenn er sie in der Vergangenheit geklaut hat. Aber ich kann sie in der Zukunft absetzen, was total sinnig ist. Aha, Leute, ihr habt 30 Jahre lang ohne Freiheitsstatue überlebt. Kinder, wir sind durch die Zeit gereist. Er ja vielleicht nicht. Ich meine, die Freiheitsstatue wurde erst im Jahr 2020 geklaut. Nee, geklaut wurde sie, was war das? 1900 hast du nicht gesehen. Dann hat sie sich halt irgendwo hingestellt und dann sind wir durch die Zeit gereist und kommen hier an. Das ist natürlich richtig. Oh. Mann! Zeitreisengeschichten machen mir immer Kopfschmerzen. Aber ich will den Bosskampf nicht noch sterben. Oh, fuck off. Ich hab gewonnen. Oh Mann. Ich hab mit einem Leben überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Nice. Kawabanga. 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 Das wirst du mit dem Let's Play, glaube ich, nichts mehr. Starbase, where no turtle has gone before. Doch, war ich schon mal. Ja, 2100 ist auch nicht mehr fern. Au. Ich glaube nicht, ob ich das noch schaffe. Ich bezweifle es auch. Also ich definitiv nicht mehr.
Aber wer weiß, wenn YouTube noch bestehen bleibt und ihr, liebe Zuschauer, im Jahr 2100 jetzt dieses Video seht, könnt ihr es ja gerne kommentieren. Das würde irgendwie voraussetzen, dass ich mit 70 noch irgendwelche Videos bringe, damit mein Kanal noch irgendwie halbwegs aktuell ist. Und oder dass jemand das Video danach und dann irgend so ein 15-Jähriger sagt, so komm, den Opa hier, der ist irgendwie halbwegs treu, den abonniere ich jetzt. Genau. Guckt er durch und sagt sie, boah, Turtles in Time, krass. Können sie nach Amastar googeln. Richtig. So, Adrian, ich bin auf deinem Lebensstand. Yes, kannst du noch ein bisschen Leben verlieren, weil ich schon mal 2 Herzen... Nicht geplant. Spiel mit Mülleimer da. Oh nein. Die Seeigel. Die machen mich irre. Ich hätte den Mülleimer zerstört. Krieg die Scheiße hier hinten immer noch. Oh. Ich wurde gebritzelt. Ah, fuck. Ey, das ist scheiße. Ja. Pritzeln ist immer doof. Kommen noch mehr welche? Niemand mag Pritzel. Oh, Teleportös. Erst kam sie aus dem Wässerschacht, jetzt daraus. Nee, komm, Leute, auf die habe ich keinen Bock. Das wissen die. Noch. Oh, Freeze. Was ist das denn? Ja. Double Freeze. Cool. Will das nicht. Nein. Geh da raus. Macht den einer? Oder Pizza? Ist eine Pizza? Wer will die Pizza da oben? Ja, komm. Was ist das? Ich das hin. So, Harry. So. Ja, die nehme ich. Okay, noch nicht. Ein? Ja, oder doch? Bleibt ihr noch bestehen? Ich nehme sie. Nein, dann brauche ich sie nicht mehr. Bin ich? Ah, ich sehe mich nicht mehr. Das ist zu viel hier auf dem Bildschirm. Das sind beide eingefroren, wo ich weitergehen konnte. Nochmal! Okay, danke. Es wird immer dunkel und hell. Ist das bei euch auch so? Oh mein Gott. Nee. Ja. Kugel. Ja. Au. Nochmal eine Kugel. Mhm. Puffy muss sich auf einer Kugel erwischen lassen. Ach man. Bumspizza. Da ist eine Bumspizza. Ich nehme sie jetzt mal, ich habe sie noch nie. Sehr gut. Echt damit. Deswegen nehme ich bestimmt mehr die Kills hinten, weil ich nie die Bumspizza bekommen habe. Das glaube ich nicht. Ja! Ihr seid ja doof. Oh, Junge! Ich bin da zweimal reingeflogen. Das ist doch halt besser. Nein! Er hat mich zurückgespiegelt. Mann! Ich bin da. Oh mein! Schildkrötenarsch. Alter! Ach. Okay, Leute, nächsten Monat schlafe ich unter einer Brücke. Ich kann mir die Miete nicht mehr leisten. Mhm. Denk dran, mir das Geld zu schicken. Ich hab dir schon mal gesagt, du wirst langsam teuer. Ich bin wertvoll. Du bist mir lieb und teuer. Mm. Kann das Schiff auch angreifen? Ja, er ist ja der Boss. Unten ist nur Beifang. Nee, weil ich nicht sehe, wenn ich ihn angreife. Aber ich glaube, das haben wir dann auch nicht gesehen. Wackelt, wenn du auf der gleichen Ebene wie er bist wie er. Natürlich mach ich jetzt einmal einen Sprung an. Nee, musst du einen Sprung machen, ja, aber der fliegt. Ja. Ich glaube, jetzt könntest du, wenn er so tief fliegt, ihn auch vom Boden aus erwischen. Ist da ein Fuß als Symbol auf seinem Fahrzeug? Ja. Ist das sein King oder? King ist geil. Ja, das seine Armee sind doch die Food Soldiers. Eben. Aus einem Fetisch entstanden, oder? Das möchte ich nicht mal unbedingt ausschließen. Ich seh's jetzt schon. Menge alter Fußfetischist. Im Vorstellungsgespräch müssen mir die Socken ausgezogen werden. Haben wir den dann bald mal, Kenner? Der funzelt ja noch nicht mal. Krank. Krang. Fuck. Und off. Ja, die weiße Hand Sarumans. Ne? Da
Der rote Fuß. Der rote Fuß Cranks, okay. Oh, weißer Helge, wir haben ein Problem. Ja, dann schmeiß doch den Ring ins Feuer. Wir haben keinen Ring, wir haben Schneewittchen. Ja, dann schmeiß doch Schneewittchen ins Feuer. Aber weißer Helge, wir können auch Schneewittchen nicht ins Feuer werfen. Ja, dann habt ihr ein Problem. Das war die geilste Szene aus dem Film, ey. Habt ihr den gesehen? Sieben Zwerge mit einem Wald? Nee. Den zweiten Teil habe ich auch nicht mehr gesehen. Zu lange her. Jetzt. Oh, der Seifenblasen-Man, ey. Noch ein Leben verloren. Ach, er funzelt mittlerweile schon, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also, so lange hast du auf dem Super Nintendo, glaube ich, nicht für ihn gebraucht. Nee, definitiv nicht. Ups. Hatte Shredder hier eigentlich auch den Beschiss, ich mach dich zum Baby-Turtle-Tod-Move? Ja, den Beschiss hat er auch. Oh, da freu ich mich drauf. Na? Endlich noch ein paar Coins weniger. Ich glaube auch, irgendjemand von uns Mann. Muss wahrscheinlich nachzünden. Ja. Die beiden Zugeschalteten. Ich. Ja, das liegt an der unglaublich schlechten Internetverbindung. Richtig. Das geht einfach gar nicht. Ich wollte gerade sagen, die haben wenigstens eine Ausrede. Haben die nicht? Ich habe das aus Fairnessgründen extra so eingestellt, dass der Stream zu den beiden eine Verzögerung von 2 Millisekunden hat und unser Bild hier auf dem Rechner für uns extra 3 Sekunden später ausgeworfen wird. Also wir sind sogar noch wesentlich mehr gehandicapt als die beiden. Ja, das hast du vielleicht in deinem Up eingestellt, aber denk mal an unseren Down. Bist du down, ja? So genau das ist die Freiheitsstatue. Ja. Und es wird Shredder hat sich tatsächlich geklaut. Warum? Das ist crazy, man. Crazy, sag ich dir. Oh, der blockt aber auch viel härter als im Super Nintendo-Teil. Und der ist irgendwie ein Schwester. Das geht auch. So hat er im Super Nintendo nicht gekämpft, oder? Nee, das kommt nicht bekannt vor. Nee. Jetzt hör auch mal auf, alles zu blocken, was ihr machen, du. Lass ihn nochmal ein Stück reinkommen, dann können wir auch von hinten angreifen. Ja. Na gut. Gehen wir. Wir sind fertig hier. Au. Oh. Er hat mich hier Handschuhe. Gefummelt hat er. Er mag nicht so richtig drin. Ja. Oh. Er blinkt schon? Na. Das halte ich für ein Gerücht. Täuscht, ne? Der kommt doch gleich bestimmt nochmal mit einer zweiten Phase. In der er nur den Turtle-Strahl einsetzt. Oh, schön. Mhm. Möglich. Och. Au, ja. Autsch. Okay. Nein! Au. Na, dann reiß dich mal ein bisschen an die. Ja. Was ist das hier eigentlich unter der Glasplatte? Kann man das einer erklären? Sieht wie so ein bisschen augenähnlich aus. Ding da. Vielleicht ein Teleport. Rettungskapsel. Also mein Vorschlag mit dem reinkommen lassen finde ich nicht so geil, ne? Nee. Du weißt doch, was wir von Taktiken halten. Ja, Entschuldigung. Oh yes! Oh. Das geht los! Danke. Mach gut! Echt jetzt? Kawabanga! Jetzt spielt der Adrian, ich raste auch. Scheiße. So, mit dem Zeppelin wieder hergebracht. Luftschiff. Das ist ein Zeppelin. Luftschiff. Sagt ihr dazu Luftschiff oder Zeppelin? Luftzeppelin. Nein! Das habe ich vorhin auch extra gesagt, um Adrian ein Stück entgegenzukommen, aber. Das ist ein Zeppelin, was soll das sonst sein? Das ist kein Zeppelin. Na gut, kurze Meinung dazu: Super Nintendo, wahrscheinlich aus Nostalgiegründen finde ich das geiler, aber auch wegen mehr Inhalt. Level mehr Bosse dadurch auch. Grafisch, sag ich, tun sich die beiden nicht allzu viel. Wobei das Arcade natürlich schöner aussieht. Und es ist ein Vorteil, dass es zu viel geht auf Super Nintendo nur zu zweit. Aber trotzdem würde ich den Super Nintendo-Ableger bevorzugen. Ja.
Ich habe gar nichts zu ergänzen. Außer meiner Frage, ist der letzte Boss nicht Super Shredder auf dem Super Nintendo? Ich meine auch, der hat entweder zwei Phasen, da hat er auch noch so ein blaues Feuer um sich rum gehabt, meine ich. Ja, ja, genau. Den habe ich jetzt vermisst. Ja, auf dem Super Nintendo, auf den Port hat man sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Jo. Ja. Also zu viert musst du das nehmen oder zu dritt? Zu zweit nimmst du den Super Nintendo Teil. Genau. Dann danke ich euch, Kröten, fürs Mitspielen. Turtles. Euch hier fürs Zugucken. Und sag bis neulich. Bis neulich. Kauabunga! Ja, Kauabanglerö, genau. Kauabanglerö. Wie cute der Fand ist dann. Jut, die Ratte geht voll ab hier vorne. Wird die immer größer? Ja, größer. Schön! Das Instant-Leben. Achso, ja gut, dann, ja, okay.